Hallo zusammen! Wir befinden uns heute auf dem Oldtimer-Friedhof von Michael Fröhlich. Wir zeigen euch mal seine 50 Schätze aus den 50er Jahren, also bleibt dran! Also erstmal zeigen wir euch die wunderschönen Schätze aus den 50er Jahren kommentarlos. Am Ende folgt aber gleich noch ein kurzes Interview, wo der Herr Fröhlich hier euch alle Infos gibt, die man so wissen müsste. Also freut euch drauf! Ich habe mir einen Millionär geangelt mit richtig teuren Autos. Ist er nicht hübsch? Ne, Schatz? Ja, da bekommt das Wort Pferdestärke doch eine ganz andere Bedeutung. Das nehmen die aber jetzt hier wörtlich. Fahren wir mit einem Traktor, Traktor. Fahren wir mit einem Traktor um die ganze Welt. Thank you.
Also das wäre ja in den 50er Jahren definitiv mein Auto gewesen. Vor allem schaut euch mal drinnen um. Rosa Sitzbänke, ich bin begeistert. Ich bin ja voll der Rosa-Freak. Mit Pünktchen sogar, wie süß. Ja, okay, ich kann nicht nur Autos, jemanden schwer erkennen kann, sitze ich gerade hier in meiner Hochseejacht bei mir im Garten. In Corona-Zeiten kann man ja nicht so viel Urlaub machen, aber dann dachte ich, okay, so ein Boot im Wasser ist das ein bisschen Urlaubsfeeling. Was die Autos angeht, ist vielleicht auch wichtig, mal drüber zu reden. Die stehen bei mir im Wald rum und freuen sich ihrer Existenz. Der erste Wagen war ja dieser komische Jaguar-Sportwagen. Das ist ein alter Rennwagen. Mit dem bin ich, da gab es den Park natürlich noch gar nicht, das war die Laufnummer 1. Da bin ich 1986 Autorennen gefahren, wie man das so als Mann macht, der noch Spaß an so verrückten Sachen hat. Und als ich dann das Rennen oder mehrere Rennen, eine ganze Rennsaison gefahren hatte, dachte ich, okay, einmal habe ich sogar gewonnen. Habe ich die Karre hier in den Garten gestellt. Das sah geil aus. Normalerweise stehen Rennautos oder fahren Rennautos auf der Rennpiste, machen Krach und Theater und alles schreit und macht und tut. Aber als er dann der Wagen so in dieser paradiesischen Ruhe mitten im Wald mit Vogelzwitscher so rumstand, dachte ich, ach, das ist ja so eine ganz andere Impression. Und irgendwie war ja derselbe Wagen immer noch da, aber die Umgebung war anders. Und ja, dann ist, was weiß ich, in der schlaflosen Nacht voll gesoffen hier im Boot oder in den Armen einer Frau oder träumenderweise im Bett, ist mir eine Idee gekommen. Damals, 1987, im Jahr 2000 werde ich ja 50 Jahre alt. Also ich bin, ja klar, 50 Jahre alt, im Jahr 2000, genau. und dann habe ich mir so gedacht, okay, der Wagen, mit dem ich gerade Rennen gefahren bin, der ist ja von 1950 gewesen. Also mein Geburtsjahr, praktisch mein Bruder, mein eineiiger Zwilling oder fast, weiß ich auch immer. Da dachte ich, okay, dann gucke ich doch mal, ob ich noch weitere Brüder finde, die genauso alt sind wie ich. Nämlich 1950 geboren oder in diesem Fall als Auto gebaut. Das war relativ einfach. Ich mochte ja immer schon Oldtimer. Und dann habe ich geguckt, gemacht und getan. Und dann habe ich einen alten Rennfahrerkollegen angerufen, der hatte den Porsche. Und der war aus Holland, Henk hieß der, habe ich gesagt, hey Henk, brauchst du deinen Porsche noch? Nö, Michael, warum? Fährst du noch Rennen? Habe ich gesagt, nee, steht bei mir im Garten. Und dann habe ich immer so ganz frech gefragt, weißt du was, stell den doch wie früher auf der Rennpiste in den Wald. Ich baue dann mal eben so eine kleine Nordschleifenkurve, so eine Betonpiste. Lass uns das doch mal so, mal sehen, wie das aussieht. Klar, der Mann war spontan, genau wie ich. Hat er die Porsche gebracht und das sah so klasse aus. Und der Henk sagte auch, das sieht so klasse aus. Da dachte ich, weißt du was, Henk, ich mache jetzt einfach weiter, wie wir es angefangen haben. Ja, und der Rest ist schnell erzählt. Ich habe jetzt geguckt, gemacht und getan und Magazine geguckt, wo Oldtimer angeboten werden und Leute angequatscht und so weiter. Wer zufälligerweise ein Auto Baujahr 50 hat, also Cinquanta. Ja, gut, okay. Anfangs war es ein bisschen zäh. Aber je mehr Leuten ich das erzählt habe, desto mehr Rückmeldungen habe ich bekommen. Und das läpperte sich ja dann tatsächlich zusammen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Ich suchte ja eigentlich nur Autos, von denen man annahm, dass es Autos sind. Die mussten nicht mehr fahren, unrestauriert, völlig egal. Teilweise habe ich sie geschenkt bekommen, teilweise musste ich sie kaufen. Aber das war, ja, Menschen sind Jäger und Sammler. Ich war der Jäger. Und dann habe ich geguckt, gemacht und getan und dann läpperten sich die Autos zusammen. Und
im Jahr 2000 bin ich ja dann endlich 50 Jahre alt geworden. Ich will nicht sagen, dass ich es erwartet habe, aber ist ja unabänderlich, man wird ja immer älter. Und da dachte ich, okay, dann zeige ich meinen Partygästen. Ich habe eine riesen Party gemacht im Jahr 2000, so 1000 Gäste höchstens, wenn überhaupt, vielleicht auch nur 900. Da haben wir ein riesen Fest gehabt und seitdem hat sich dieser Park irgendwie etabliert. Früher war das so eine Art Lost Place, so, da sind so Fotografen vorbeigekommen, die sagen, hey, dürfen wir mal fotografieren und so weiter. Aber im Laufe der Monate hat sich dann bei mir so, möchte ich mal sagen, meine Meinung geändert. Das ist nicht nur mein kleiner Park in meinem Vorgarten, sondern da sollen auch alle anderen Spaß drin haben. Und so kam es halt, dass immer mehr Leute gekommen sind, Fotografen oder Videoclips, Musikvideoclips gedreht worden, Modeshootings mit Models und so weiter. Also da ist jetzt Leben drin und da kommen viele Leute. Und ich hätte nicht gedacht damals, dass das so passiert. Früher so als Geheimtipp und jetzt als Ausflugsort, wo man hinfahren kann und gucken kann. Was die Autos angeht, war das, möchte ich mal sagen, auch manchmal so komisch oder eigenartig. Jedes Auto hat ja so eine Art kleine Geschichte. Und die Geschichte vom Jaguar war klar, Rennauto, brumm, brumm, brumm. Aber dann dachte ich, okay, was gab es 1950 denn solche Autos? Und da fällt mir gerade spontan, sagen wir mal, die Gangsterlimousine aus Frankreich ein, 11CV heißt der, so ein schwarzes Viech. Ich hatte da bereits so ein paar Autos und da habe ich dieses Auto, diesen 11CV, Traction Avant heißt der, im Internet gefunden und dann habe ich angerufen, hey, du hast da einen Citroën Baujahr 50, kriege ich den? Hat er gesagt, nee, ist schon verkauft. Dachte ich, Mist. Aber weil die so schwer zu kriegen waren, da dachte ich, hör mal, ich brauche genau Baujahr 50. Sagst du mir bitte die Nummer? Dann habe ich ein bisschen gequengelt, gemacht und getan und dann hat er mir tatsächlich die Nummer gegeben von dem Mann, der den gekauft hat. Und den habe ich dann angerufen, hey, du hast gerade ein Auto gekauft, ich möchte das aber auch haben, ich gebe dir ein bisschen mehr. Ich mach's kurz, ich musste viermal nachlegen, immer mal so 500 und nochmal 1000 da drauf, bis ich endlich mein Baujahr 50 Auto bekommen habe. Und ganz kurios war, als ich ihn dann abholen durfte, ich wusste ja, dass der komplett war, da kam ich dahin, da war der ganz zerlegt. Und dann hat er mir dann erklärt, hör mal, wie blöd kann man sein, so viel Geld für so eine komische Karre auszugeben. Ich dachte, da ist ein Schatz drin versteckt, irgendwelche Materialien oder was weiß ich was. Und dann habe ich gerade die Karre erstmal wieder zusammenbauen müssen, um sie dann in den Wald zu stellen. Ja, lustig, ja klar, für mich eher weniger. Ach, da fängt mir der, als letztes vielleicht noch, der Student ein, der in Münster den Buick hatte. Der war leider perfekt restauriert. Und da fahre ich hin zu dem und der sagte am Telefon noch, ja klar, der fährt und so weiter. Habe ich eine rote Nummer genommen, bin da hingefahren mit der Bahn, rote Nummer dran und da hat er mich so komisch angeguckt. So hat er gesagt, und, hat das Auto denn gut bei dir? Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit der Restaurierung und du bist irgendwie so cool drauf. Dann habe ich ihm gesagt, ja, den stelle ich ins Museum. Da war der begeistert oder beruhigt. Im Nachhinein hat er mich am Telefon wild beschimpft, als er festgestellt hat, dass er jetzt Teil meiner Autosammlung im Wald bei Wind und Regen und Wetter und Nässe und Kälte und Sonne mitten im Wald stand. Ich habe mich dann entschuldigt und wir haben uns dann Jahre später vertragen, wieder nach dem Motto, okay, es muss ja nicht immer ein schickes Automuseum sein, wo Autos rumstehen, die es heutzutage nicht mehr gibt, mal gegeben hat und nie mehr geben wird. So, das war eine kleine Geschichte in die schöne, heile Welt der obskuren Objekte der Begierde von dem Michael Fröhlich. Super, vielen lieben Dank. Ja, ich als alter Western-Fan muss noch abschließend sagen, dass das Gefährt, worauf ich mich befinde, mein absoluter Favorit hier ist. Ich liebe einfach alte Western-Kutschen. Ja, welches der Autos fandet ihr denn am coolsten? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. War es vielleicht der Bentley? War es der Jaguar? Oder der Rolls-Royce, der Ford. Oder die Autoscooter. Oder ein Fahrrad. Was auch immer. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und lasst uns doch ein kostenloses Abo da für weitere coole Videos in Zukunft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut!